Raimund Igel ist leitender Physiotherapeut des Deutschen Leichtathletikverbandes und Osteopath. Als Therapeut des Deutschen Olympischen Sportbundes hat er bereits Spitzenathleten zu Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften begleitet. Raimund, du hast eben gerade eine sehr eindrucksvolle Handlung gezeigt. Kannst du uns so in zwei, drei Sätzen nochmal die grundlegende Theorie oder die grundlegende Idee des Faszien-Distorsionsmodells erklären? Also wie gesagt, es ist ein Modell, das von Typ Haldos, der Steven Typ Haldos, der aus Amerika stammt, entwickelt hat. Es gibt in diesem Modell 6 Störungen, nicht die darauf beruhen, dass man schlussendlich die Körpersprache vom Patienten deuten, lernen, in die Hand nehmen muss. Auch ein bisschen Mut gehört dazu. Nicht? Ein Patient kommt mit Schmerzen, man fügt einem Patienten Schmerzen zu. Das ist in der Vergangenheit eher anders gewesen, dass man eher sagt, nein, ruhig, Geduld haben. Ich habe ja gerade bei der Behandlung zugeschaut. Du gehst ja zum Teil auch richtig mit ordentlich Druck rein. Ja. Und du verwendest auch Instrumente. Genau. Jetzt kann ich mir vorstellen, der ein oder andere Kollege sagt, ach, da kann ich doch nicht richtig palpieren, da kann ich nicht richtig therapieren. Was würdest du dem entgegnen? Also natürlich ist es zum Anfang ganz wichtig, dass man erstmal palpiert. Erstmal gehört eine Anamnese, eine Befundung dazu. Klar, was ist passiert, seit wann ist es? Man geht dann an den Patienten, sagt, spürt diese Struktur, spürt diese Haut, dieses Gewebe. Und dann muss man entscheiden, wie gesagt, je nachdem, was er mir zeigt, welche Therapie nehme ich jetzt, was setze ich jetzt ein. Gut, wie gesagt, diese Kontinuumdistorsion oder diese Triggerbänder, die sind natürlich sehr, sehr für mich als Therapeut sehr anstrengend. Ich muss mich sehr stark konzentrieren, ich muss meinen Daumen in einer bestimmten Position halten, dass ich mir persönlich nicht wehtue. Und gerade bei diesen Kontinuumdistorsionen, um mir vielleicht doch noch etliche Jahre Arbeitsleben zu bescheren, dass ich keine Ritzarthrose am Daumen kriege, gibt es eben diese geräteunterstützte Faszientherapie, wo man im Vorfeld palpieren kann und dann, wie jetzt in diesem Beispiel gezeigt, diesen Pilz nehmen kann, um diese Kontinuumdistorsion mit zu behandeln. Diese Zylindertechnik, wie gesagt, diesen großen Phaser nehmen kann, egal ob jetzt am Oberschenkel, Unterschenkel oder an der Schulter, um schlussendlich hier wirklich doch etwas schonender für mich als Therapeut diese Faszienstruktur zu behandeln. Also ich danke dir für das Gespräch, das interessante Gespräch, die interessante, sehr interessante Patientendemonstration. Vielen Dank. Gerne.